Verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Bevor ich Sie in Bezug auf den Haushalt 2022 einige Minuten durchs Programm führe, gestatten Sie mir eine persönliche Anmerkung. Als ich vor einigen Jahren begann, mich mit der Kommunalpolitik zu beschäftigen, hatte ich die naive Vorstellung, dass es vor Ort in Kassel darum geht, dass im positiven Sinne möglich zu machen und sich der politische Streit lediglich an der Frage, welche Wege zu möglichen gangbar sind, entzündet. Heute sehe ich das weitgehend anders, denn das Mögliche ist leider getreu dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, von der jeweiligen Machtarithmetik zur Unmöglichkeit erklärt worden. Und sehr geehrte Frau Elsner, Ihren sozial-ökologischen Haushalt müssen wir unbedingt mal Ende nächsten Jahres zeigen. Dann können wir beide vielleicht mal den Faktencheck machen nach dem Vorbild der heute Abend laufenden Sendung Hart drauf her. Ich bin da mal gespannt drauf. Man muss aber jetzt mit mir kein Mitleid haben, denn mein ganz persönlicher Haushalt für Kassel ist ausgeglichen, da ich einer Illusion ärmer, aber gleichzeitig einer Gewissheit reicher geworden bin. Der Herr Oberbürgermeister hat oftmals betont, dass er bei den kommunalen Finanzen auf Sicht fährt. Dagegen lässt sich im Grunde auch nichts sagen. Wir sind aber in Kassel schon seit einiger Zeit aus dem Nebel rausgefahren. Und in der Tat ist es so, das zeigen die meisten Kennzahlen zum Haushalt auf den ersten 83 Seiten, dass sich die Stadt Kassel in den letzten gut 8 Jahren sukzessive konsolidiert hat. Darüber hinaus hat die Stadt jetzt 224 Millionen Euro an Rücklagen angehäuft. Die hessische Gemeindehaushaltsverordnung in ihrer neuesten Fassung schreibt in § 24 vor, dass die Kommunen Rücklagen bilden und die Rücklage für mögliche Fehlbeträge genutzt werden soll. Rücklagen können aber auch zur Absicherung und den Ausgleich von Investitionskrediten genutzt werden. Und genau da setzt unsere Kritik an. Gemessen am baulichen Abnutzungsgrad städtischer Immobilien und gemessen an den Aufgaben, die die Stadt zu bewältigen hat, und da nenne ich die Klimaneutralität, die dringend notwendige Verkehrswende und vor allen Dingen auch die Weiterentwicklung von einigen Stadtteilen, bleibt die Stadt Kassel, und da komme ich wieder zum Anfang meiner Rede zurück, unter ihren Möglichkeiten. Der Verweis auf das Konstrukt EWG Pro reicht da leider nicht aus. Im Übrigen sehen wir die Durchführung von Projekten, die mit der Sanierung und dem Neubau von Schulen nichts zu tun haben, nach wie vor sehr kritisch. Baut man sich für den Haushalt 2022 eingeplanten investiven Mittel genau an, stellt man fest, dass es sich um eine Vielzahl von kleineren Kosten handelt. Lediglich der Grundschulausbau aus originär städtischen Mitteln in Höhe von 3,6 Millionen Euro stellt im Haushalt ausgehend von der Veränderungsliste 1 eine signifikante Größe dar. Bei den Verpflichtungsermächtigungen stellen wir insgesamt im Vergleich zu den letzten Jahren eine Erhöhung der Beträge fest und erkennen dies auch an. Das Problem besteht aber nach wie vor darin, dass weiterhin etliche Aufgaben unerledigt bleiben. Und daran ändert auch der uns heute hier vorliegende Haushaltsentwurf nichts. Herr Dr. von Rüden, Sie erlauben, dass ich nochmal kurz auf den Landeswohlfahrtsverband zurückkomme. Ich kann das nämlich so nicht stehen lassen. Wenn es nach der CDU- und FDP-Fraktion im Hessischen Landtag gehen würde, wäre der LBV schon längst zerschlagen worden. Dann stellt sich natürlich die Frage nach der Alternative. Die CDU und die FDP hätten gerne das Vorbild Nordrhein-Westfalen mit ihren vielen Landschaftsverbänden. Faktisch ist es aber so, dass ausgerechnet NRW mit seinen Landschaftsverbänden, die eine ähnliche Aufgabe haben wie hier der hessische LBV, von Jahr zu Jahr steigende juristische Rechtsstreitigkeiten haben, gerade im Bereich des Sozialgesetzbuches 9, Teilhabe von Behinderten. Darüber hinaus, auf
aufgrund der flammenden Kommunen in NRW sind die Landschaftsverbände ständig unterfinanziert, sodass sie die Aufgaben, die im Sozialgesetzbuch vorgeschrieben sind, nicht erfüllen können. Das ist ganz sicher keine Alternative für den hessischen LBV. Und ich sage es hier auch ganz klar, wir hier in Nordhessen profitieren von der Institution Landeswohlfahrtsverband. Gucken Sie sich an, welche Trägerschaft der LBV innehat, so zum Beispiel Vitos. Und die Vitos hier in Kassel leistet eine große und gute Arbeit im psychosozialen Bereich. Sie wissen, dass aktuell aufgrund der Corona-Pandemie auch die Fallzahlen in der Kinderpsychiatrie steigen. Und dort, in dem Fall, es tut mir leid, wenn ich jetzt so salopp rede, von Erbsen, in dem Fall Erbsenzählerei zu betreiben und sich darüber zu echauffieren, dass die Beträge an den LBV höher ausfallen, finde ich nicht in Ordnung. Denn wie gesagt, wir in Nordhessen im Allgemeinen, aber auch gerade in Kassel profitieren von der sehr guten Arbeit des LBVs. Kassel hat nicht dringend ein Ausgabenproblem. Die Beträge für Transferaufwendungen werden zwar in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen, aber die politischen Ursachen liegen in Berlin und insofern muss die Stadt Kassel leider damit klarkommen. Ich will an der Stelle betonen, dass eine der großen Lügen, die die neoliberalen Wanderprediger im Zuge der Einführung der sogenannten Agenda 2010 von sich gegeben haben, die ist, dass nämlich die Kommunen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe entlastet werden. Das Gegenteil ist aber nachweislich, wie wir jetzt wissen, der Fall. Kassel hat seit Jahren eine konstante Höhe von langzeitarbeitslosen Menschen in unserer Stadt. Hier und da werden für eine begrenzte Anzahl von Menschen Förderprojekte aufgelegt, die meistens vom Bund und Land mit unterstützt werden. Hier bleibt die Stadt aber auch unter ihren Möglichkeiten. Der ständige Verweis auf das Jobcenter und die jeweiligen freien Träger ist da zu wenig. Letztlich wird das Elend bürokratisch verwaltet und eben nicht zielführend bekämpft. Mein Fraktionskollege Lutz Getschmann hat in den letzten Jahren in seinen Haushaltsreden immer wieder darauf verwiesen, dass wir uns mit der hohen Kinderarmut und der stetig anwachsenden Altersarmut in unserer Stadt ganz und gar nicht zufrieden geben können. Es fehlt den politisch Handelnden in dieser Stadt an Mut und Kreativität, die Armut endlich passgenau anzugehen. Und genau diese Mutlosigkeit und mangelnde Kreativität bildet sich in diesem Haushaltsentwurf auch insofern ab. Wir haben einen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht, der vorsieht, dass Menschen, die sich im Bezug von Transferleistungen befinden, unter Vorlage der Teilhabekarte die Möglichkeit haben, für einen Tag freien Eintritt zur Documenta zu bekommen. Der Antrag wurde abgelehnt. Dabei wäre es ein starkes Signal der gesamten Kommunalpolitik in Kassel gewesen, wenn sie sich mehrheitlich dafür entschieden hätte, dass während der weltgrößten Kunstausstellung, die sich übrigens mit dem Thema Armut nächstes Jahr beschäftigt, ärmere Menschen aus Kassel für einen Tag freien Eintritt bekommen hätten können. Beim Änderungsantrag der Koalition Pakt gegen Armut mit der Anlagennummer 62 haben wir in der zweiten Lesung gefragt, was denn genau mit den 50.000 Euro geschehen soll, beziehungsweise wofür der Betrag genutzt werden soll. Wir haben dann die Antwort von der SPD-Fraktion erhalten, dass der Betrag für ein Netzwerk, welches gespannt werden soll, genutzt wird. Soll eine Stelle geschaffen werden und dies sei lediglich ein Anfang. Es soll quasi eine Koordinationsstelle geschaffen werden. Sehr geehrte Frau Koppeltsch, bei allem Respekt Ihnen gegenüber, wir haben ja unsere Frage im Ausschuss beantwortet. Der Inhalt der Antwort ist in etwa vergleichbar, als wenn ein Fußballverein einen Spieler verpflichtet, aber der Fußballverein erst in der übernächsten Saison am aktiven Spielbetrieb teilnimmt.
Meine Damen und Herren, die motorisierte Verkehrsbelastung in Kassel ist nicht nur im Kontext des Klimawandels ein Problem, sondern allen voran auch ein soziales Problem in unserer Stadt. Und die Widersprüche können kaum größer sein, wenn man zum Beispiel die Goethestraße mit der Holländischen Straße oder aber die Wolfrager Straße bzw. Teilbereiche der Wolfrager Straße mit der Friedrich-Ebert-Straße vergleicht. Die Koalition und allen voran die Grünen mögen das vielleicht jetzt als billige Polemik abtun. Aber Fakt ist nun einmal, dass durch die Verkehrsbelastung in einigen Stadtteilen die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit der Menschen hier in dieser Stadt zementiert wird. Die Verkehrsbelastung in Kassel benötigt ein allumfassendes stadtteilentwicklungstechnisches Vorgehen, welches beweist, dass die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs ein Mehr an Lebensqualität für alle Menschen in dieser Stadt bedeutet. Es ist die Summe der möglichen Instrumente, die nahtlos ineinander greifen, damit man mittelfristig von einer echten Verkehrswende sprechen kann. Und ein Instrument für eine gesteigerte Lebens- und Aufenthaltsqualität ist die Parkraumbewirtschaftung. Im Koalitionsvertrag auf Seite 11 heißt es dazu, Zitat Anfang, wir wollen das Management der öffentlichen und privaten Flächen, auf denen ruhender Verkehr stattfindet, so ausgestalten, dass Anreize für die Nutzung nicht umweltfreundlicher Verkehrsmittel abgebaut werden und demgegenüber die Attraktivität der Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel steigt. Zu diesem Zweck soll im Bereich öffentlicher Flächen der oberirdische Parkraum in der Parkgebührenzone Zentrum um 3% verringert werden. In dem verbleibenden Parkflächenbestand soll schrittweise eine Umwidmung von Parkflächen in Flächen stattfinden, auf denen das Parken ausschließlich für Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb erlaubt ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit der Dialektik von Theorie und Praxis ist es aber bei diesem Thema nicht weit her. Und das zeigt die Ablehnung des Änderungsantrages vom Ortsbeirat Harleshausen zur Platzgestaltung der Harleshäuser Mitte. Wir als Linksfraktion haben einen Änderungsantrag zum Anwohnerpark auf den Weg gebracht, der eine Abgabe für Autos ab einem entsprechenden Leergewicht vorsieht. Dieser Änderungsantrag wurde mit widersprüchlichen, bis zum Teil fadenscheinigen Gründen in der zweiten Lesung im Ausschuss abgelehnt. An der Stelle komme ich jetzt konkret mal zu einem Faktencheck. In der HNA-Ausgabe vom 11. September diesen Jahres wird der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Dr. Schöller, zitiert: Autofahren muss auch unattraktiver werden, etwa durch Verteuerung des Parkraums. Herr Schöller forderte in dem HNA-Artikel darüber hinaus, dass für große Fahrzeuge oder aber SUV-Modelle statt 30 Euro für einen Anwohnerparkausweis 360 Euro bezahlt werden sollen. Begründet hat er dies übrigens mit einem Beispiel aus der schönen Stadt Tübingen. Nichts anderes ist der Inhalt eines unserer Änderungsanträge zum Haushalt 2022 gewesen. Nichts anderes hatten wir zum Inhalt. Wir haben als Linksfraktion zur Kenntnis genommen, dass sich die SPD bei der Umsetzung der Verkehrswende noch schwer tut. Aber für uns ist der meinungsbildende Prozess innerhalb der SPD berechenbar. Bei den Grünen sieht das ein wenig anders aus. Das Credo der Grünen, welches da lautet, global denken, lokal handeln, wird doch in der Praxis zunehmend ad absurdum geführt. Im Grunde ist die grüne Stadtverordnetenfraktion doch nur noch damit beschäftigt, sich aus für sie misslichen Situationen herauszulavieren. Am Ende des Tages fällt mir dazu ganz persönlich noch ein Zitat vom ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Thorsten
Thorsten Schäfer-Gümbel ein, welches da lautet: Die Grünen schaffen es erfolgreich, so zu tun, als hätten sie mit gar nichts zu tun. Wie bitte? Oh Gott, es hätte auch schlimmer kommen können, indem ich die legendären Dampflappen von Holger Börner hier zitiert hätte. Aber da ich Humanist bin, habe ich das nicht getan. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat uns leider weiter im Griff. Ich bin dankbar, dass der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einigen Tagen Klartext geredet hat und zur Kenntnis gegeben hat, dass wir wahrscheinlich noch einige Jahre mit dieser Pandemie zu kämpfen haben werden und wir uns insofern so gut wie möglich zu arrangieren haben. Das bedeutet aber auch, dass auch die Kommunen weitere Aufgaben bewältigen müssen, damit die Bevölkerung, und das betrifft gerade unsere Kinder und auch die alten Menschen, so gut wie nur möglich hier geschützt werden. Leider befindet sich im Haushaltsentwurf dazu keinerlei weitere Vorkehrungen. Wir bedauern diese Tatsache und sind weiterhin höchst unzufrieden, dass nach wie vor keine Luftfilter für die Schulen in Kassel angeschafft werden. Dabei müssen es doch gerade die Grünen besser wissen. Befinden sich doch alle hessischen Landesministerien mit unzähligen Luftfiltern ausgestattet. Ein weiterer Widerspruch, der man vielleicht mal hier dann zu einem der späteren Tagesordnungspunkte nochmal aufgreifen kann. Wir gehen davon aus, dass einige Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie im laufenden Haushaltsjahr 2022 durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 der HGU finanziert werden müssen. Insofern wird sich der Ergebnishaushalt im Detail noch verändern. Wir als Linksfraktion haben uns diesen Haushaltsentwurf nicht nur im betriebswirtschaftlichen Kontext angeschaut, wir haben darüber hinaus selbstverständlich auch eine politische Einordnung vorgenommen. Wir werden, und das dürfte jetzt keine Überraschung sein, diesem Haushalt nicht zustimmen. Kassel ist eine liebenswerte Stadt. Kassel, und da ist allen voran die Kommunalpolitik gefragt, muss sich allerdings auch den Problemen und den Zukunftsaufgaben angemessen stellen, um tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Dies geht aber nur, wenn so manche Wagenburg-Mentalität, jeweilige Eitelkeiten und parteipolitische Machtspielchen endlich über Bord geworfen werden. Der Haushalt 2022 zeigt für uns Linke keine Weiterentwicklung in eine tatsächlich sozial-ökologische Transformation. Und ich wiederhole mich da, deshalb lehne ich ihn ab. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tanken Sie Kraft, Sie werden die Kraft brauchen, die Aufgaben werden nicht weniger und der politische Streit sowieso nicht. Herzlichen Dank.